ist es eine Körperverletzung, wenn ich in mein benutztes Kondom Chilisauce schütte, um zu verhindern, dass jemand anderes das benutzt, um damit schwanger zu werden? Doc reaktiviert. Rapper Drake hat tatsächlich Chili in sein Kondom gepackt, um die Spermien abzutöten. Warum, wieso, weshalb, weiß ich nicht. Aber die Idee ist, glaube ich, dass man die Spermien damit tötet, dass die niemand anders mehr, ja, benutzen kann. Was Drake vielleicht gar nicht wusste, in Kondom ist ein Spermizid. Ein Spermizid ist etwas, was Spermien abtötet. Also im Kondom habt ihr nicht nur diesen mechanischen Schutz, sondern auch noch das Spermizid, das Spermien abtötet. Noch dazu ist es vielleicht hochspannend zu wissen, wie lange Spermien eigentlich in welcher Umgebung überleben. In Wasser überleben zum Beispiel Spermien nur einige Sekunden. An der Luft bis zu einem Tag und im Kondom nur ein paar Stunden. Generell solltet ihr aber nicht Tabasco, Chili oder sonst irgendwas auf eure Genitalien packen, denn dann wird es sehr, sehr scharf bzw. heiß. Aber in einem negativen Sinne.